So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal sind wir mit Tainted Azazel am Greedia-Mode gescheitert. Diesmal nicht. Sag ich jetzt einfach mal. Ich mache jetzt erstmal ganz fix die... das Viech hier wieder raus. Na, das machen wir ja nur rein, wenn ich nachgucken will. Aber ich glaube, das ist wirklich so ganz, ganz okay. Und geht am schnellsten. Gut. Oh! Guter Start. Guter Start. Den fühle ich. Den fühle ich. Komm, noch ein Counterfeit-Penny. Na gut, das ist auch in Ordnung. Sollten wir jetzt Friends bekommen, ist es in Ordnung. Sonst ist es etwas useless. Okay, oh, der ist natürlich auch... oh, das Ding ist auch interessant. Vor allem, weil wir Brimstone haben. Den muss ich sowas von... den kaufe ich sowas von. Und dann hoffe ich... oh, das wäre insane. Das wäre insane. Den müssen wir uns kaufen. Den müssen wir uns kaufen und dann hoffen wir auf Sachen, die unsere Energie aufladen schneller. Dann könnten wir das Ding spammen. Dann könnten wir das Ding spammen. Das ist ein ziemlich sicherer Sieg. Weil das Ding schießt halt Brimstone dann. Das Ding schießt halt einfach Brimstone, so wie wir auch Brimstone schießen. Das ist halt insane. Das müssen wir uns unbedingt holen. Dafür würde ich fast sogar den Itemraum jetzt liegen lassen. Bin ich ganz ehrlich, dafür würde ich sogar... aua. Dafür würde ich sogar den Itemraum liegen lassen. Nur für den Sprinkler. Der ist halt übelst gut. Der cleart mir die Runden dann von selbst. Der dreht sich 3000 Mal im Kreis mit seinem Brimstone und macht alles weg. Den brauche ich unbedingt. Oh mein Gott. Also sollten wir praktisch die Kohle nicht für den Schlüssel und den Sprinkler zusammenbekommen, werde ich mir auf jeden Fall den Sprinkler holen. Aber erstmal müssen wir hier durchkommen. Ich weiß. Ich tue schon wieder so, als wäre ich schon durch. Dann bin ich noch überhaupt nicht. Ist mir schon bewusst. Noch reicht die Kohle nicht. Das ist ärgerlich, aber es ist leider so. Noch reicht die Kohle nicht. Ich habe auch nichts zum Sprengen, ne? Nee. Okay, dann müssen wir erst noch die Bosskämpfe machen. Jetzt reicht die Kohle. Also, Sprinkler ist schon mal safe gekauft. Aber sowas von. Und das Ding ist ja, der lädt sich ja sogar mit jeder Runde, also nicht mit jeder Runde, aber der lädt sich ja zwischen den Runden nochmal mehr wieder auf. Das heißt, ich kann mindestens zwei setzen pro Raum. Also pro... Ihr wisst, was ich sagen will, mein Gott. Und wir kriegen sogar Schlüssel zusammen. Wir kriegen sogar Schlüssel zusammen, weil der Schlüssel kostet nur 3 Münzen. Aber selbst für 5 Münzen wird man ihn bekommen. Nice. Nice, wir kriegen alles zusammen, was wir brauchen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir erstmal für Schlüssel. Da kaufe ich jetzt auch gleich 2. Okay. Kann man auch mitnehmen. War ja gratis. Und dann... jetzt braucht man eigentlich noch nicht einsetzen, den setze ich in der nächsten Runde dann ein, ne?
Hier geht es ja erstmal jetzt nur um Schaffen. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Und sonst müsste ich ihn nächstes Mal erst aufladen. Das will ich auch nicht. Ich will den schon direkt einsetzen können. Wir gehen jetzt ja sowieso nicht in den Satan-Deal rein. Ne? Wir wollen jetzt ja nur ihn sozusagen freischalten, dass nächstes Mal der Engelraum kommt. Das ist ja mein Plan. Oh, come on. Haben wir das geklärt? Sehr schön. Dann Abflug. Mehr gibt's nicht zu tun. Außer sich nicht von dem Feuer treffen lassen. Das wäre noch ganz gut. Okay. Die nächsten zwei Items haben wir auch schon sicher. Bast. Oh, sehr nice. Sehr nice. Wafer! Ja! Dieser Run ist die Perfektion. Schlechthin. Dieser Run kommt, wenn man das Wort perfekt eingibt. Im Duden. Oder so. Okay, let's go. Mach dein Ding. Ihr versteht, was ich meinte mit die klären mir die Räume. Und der lädt sich ja auf. Jede Runde kriege ich eine Aufladung dazu. Das wird vor allem deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir Items bekommen, die uns aufladen. Entweder durch Treffer oder sonst irgendwas. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Items bekommen, die mich aufladen. Nicht mich, sondern das Spacebar-Item. Auf solche Items müssen wir gehen. Unbedingt. Und dann dürfen wir den Raum natürlich nicht verlassen zwischendurch. Ne? Das ist auch klar. Da müssen wir jetzt also immer wieder durchziehen, bis wir alles gemacht haben. Weil sonst sind die Dinger ja wieder weg, was ja Schwachsinn ist. So, eine Runde noch, dann kann ich den nächsten setzen. Vor allem tontechnisch auch sehr angenehm. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Für diesen geilen Effekt nehmen wir das gerne in Kauf, ne? Oh, ich bin noch sehr langsam, wie immer. Aber was soll's. Oh, ich habe das nicht gesehen. Ich habe die Kugel nicht kommen sehen. Nice. Ja, jetzt können wir hier reingehen. Und uns einfach was mitnehmen. Da wir nur dieses hier zur Wahl bekommen, ist das sehr schön. Nehmen wir direkt einfach mit. Na, und das Ding ist, wenn ich den Raum verlasse, ihr seht's ja, dann sind die Viecher weg. Deswegen darf ich das natürlich nicht vorher tun. Okay. Das ist Range Up. PhD. Ich bin ganz ehrlich, PhD ist ja natürlich ein geiles Item, gar keine Frage. Aber in unserer Situation und in einem Guidran ist halt PhD nicht so. Weil wann bekommen wir schon Pillen? Dann nehmen wir jetzt gar nichts mit. Dann nehmen wir jetzt gar nichts mit und gehen lieber weiter. So machen wir's.
Sehr gut. Damage ist wichtig. Okay, da liegt jetzt ein rotes Herz. Das kann da liegen. So, was haben wir hier oben? Die Leber. Die Leber ist auf jeden Fall wieder ein Must-Buy. Oh, und das wird auch ein Must-Buy. Das wird auch ein Must-Buy. So. Im Moment kann ich mir nur einen Schlüssel leisten. Wir gehen Risiko und hoffen, dass hier noch ein Schlüssel rauskommt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, das sind die. Ja gut, es gibt mir Bomben, das ist okay. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine Bomben... Ah, es gibt mir sogar ein HP ab, ne? Ja, 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 ja. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich keine Bomben droppe, wenn ich keine Bomben habe. Da muss ich jetzt aufpassen, weil sonst kostet es mich Herzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann wollen wir uns einmal hier was holen. Ha! Das war die Hoffnung, dass da auch noch gleichzeitig ein Geheimraum mit dabei ist. Die Bibel. Grundsätzlich würde ich die natürlich auch mitnehmen. Aber das, was wir bisher haben, ist dann doch eher der Way to go. Okay. Schön. Wir wissen, da oben gibt es blaue Herzen. Fast gratis. Das ist gut. Gehen wir mal hier rein. Die ersten Kämpfe müssen wir noch ohne Sprinkler erledigen. Aber da geht's schon los. Ich weiß nicht, ob ein Range-Up sich auch auf den Sprinkler auswirkt. Weil normalerweise würde ich Range-Up natürlich für Twinket, für ihn hier jetzt nicht kaufen. Ich wollte nur kurz sagen, dass das so eine Überlegung ist von mir. Sollte es Range-Up geben, auch Range-Up zu kaufen, weil ich nicht weiß, ob es nicht am Ende nützlich ist für mich. Ne? Das ist das Ding. Yo! Tauch einfach in meinem Gesicht auf, du dumme Maske. Ist okay. Ach, jetzt renne ich auch noch da rein. So, wir dürfen natürlich nicht den Raum verlassen. Aber ich habe das Gefühl, der schießt jetzt schon weiter als beim letzten Mal, oder? Also hat sich der Range erhöht oder bilde ich mir das... Ah, ja, Löchen. Aua. Gut, er hat sich... Ah, ja, 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 ja. Gut, die haben sich schon alle verabschiedet. Ich setze mal noch nicht ein, weil wir brauchen ihn nicht für den Kampf. Ah, nur Satan, die schade, aber ist okay. Denn wir werden einfach mal mit einem chilligen Abaddon belohnt. Da gehen wir natürlich rein in die Masse. Gut. Schlüsselhammer. Nochmal ein Herz kaufen ist Quatsch. Abflug.
Hier ist auch nichts weiter zu tun. Bascht. Auf jeden Fall echt interessante Kombination, die wir hier gerade am Start haben. Jawohl. Nehmen wir mit. Das war jetzt wieder ein Range-Up dabei, ne? Deswegen ist jetzt die Frage, ob das jetzt sich auswirkt auf euren Sprinkler. Wir wissen es nicht. Ist das die Almond... ich bin mir nicht sicher. Wir kontrollieren das einmal ganz kurz. Nicht, dass ich die mitnehme. Die will ich nicht. Die will ich beim besten Willen nicht. Das ist die Almond Milk. Die kannst du behalten, Spiel. Es wird mich zwar böse interessieren, was die jetzt mit dem Sprinkler macht. Das wird mich schon böse interessieren, was das jetzt für einen Effekt gäbe. Aber der Damage geht halt böse runter. Damage mal 0,3, ne? Das ist... das ist ein Drittel, was wir dann, also weniger als ein Drittel, was wir da noch an Damage haben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da haben wir schon mal ein Batterie-Item. Sehr nützlich. Überleg nur gerade. Schon so. Okay. Zack. Doch, die Range ist mitgegangen. Die Range ist mitgegangen. Sehr nice. Die Range ist mitgegangen. Auf jeden Fall ist die Range mitgegangen. Ist mein Spiel abgestürzt? Was ist denn das? Was ist denn das in letzter Zeit? Hä? What the heck? Ich bin zum Glück ja jetzt bei Almond Milk raus. Das heißt, ich hoffe, dass der One jetzt noch da ist. Der müsste doch jetzt über Continue abrufbar sein. Alter, was ist denn das? Hallo? Ich fühle mich böse verarscht. Ey, weh, mein One ist jetzt weg. Continue. Wir continuen bei der Almond Milk. Ja, es war klar. Wir continuen hier. Es war klar. Also, damit kann ich praktisch speichern, indem ich zwischendurch mal rausgehe. Boah, Junge. Ja, das ist aber echt nicht cool. Also ich meine, zum Glück verliert man nichts, wenn das passiert. Aber das ist schon nicht so cool, ne? Sehr nice. Nein, oh, jetzt lasse ich mich auch noch treffen. Ich meine, wir haben da oben ein blaues Herz rumfliegen. Es ist alles nicht so schlimm, wenn ich mich treffen lasse, aber es muss halt eigentlich nicht sein. Ne? Ah, das ist natürlich jetzt dumm, dass die ganze Zeit getroffen werden und dann sich nicht öffnen. Aber kriegen wir schon.
Huch! Damit habe ich nicht gerechnet, okay. Lol. Wie sie einfach weggefetzt werden, genau das war das Ziel dieser ganzen Geschichte. Lol, brauchen wir auch gar nicht mehr. Ach doch, doch, wir gehen nochmal, weil wir haben noch einen Satan-Kampf vor uns. Da gehen wir nochmal rein. Ja, doch, das ist jetzt ganz nützlich. Die waren jetzt auch einfach weggefrühstückt. Dann kommt noch dazu der lustige Bouncing-Effekt, den wir durch das Twinket haben. Das ist schon witzig. Wieder nur ein Satan-Deal. Naja, was sonst. Eine Kiste nehmen wir mit. Guppies Tail nehmen wir mit. Aber andererseits das Messer um mich rum für ein rotes Herz kann man auch mal machen, ne? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann können wir das ja eigentlich auch noch mitnehmen. Wir haben ja hier oben eh das blaue Herz. Ah, hier können wir dann auch noch hoffen auf mehr blaue Herzen. Schade. Dann nicht. Dann können wir den Kollegen hier noch mitnehmen. Dann haben wir wieder ein HP zurück. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal. Ich meine, wobei das Ding ist, es ist nicht immer gesagt, dass wir blaue Herzen bekommen. Das ist nicht immer gesagt. Deswegen würde ich jetzt dieses blaue Herz tatsächlich jetzt schon kaufen. Ne? Einen Schlüssel haben wir eh für die nächste Ebene. Das passt also. Kurz bombentechnisch gucken. Sieht aber nicht nach irgendwas Nützlichem aus. Okay. Weiter im Programm. Okay. Just what I needed. Just what I needed. So. Ja, The Fool brauche ich halt echt nicht. Nehmen wir der Lavas mit. Ja, kann man auch mitnehmen. Achso, nee, kann man nicht mitnehmen. Ups. Ich dachte, das ist irgendwie ein Träneneffekt gewesen. Never mind. Eightball und irgendwas, was ich nicht kenne. Irgendeine Fernbedienung. Keine Ahnung. Die lassen wir mal schön liegen, die Fernbedienung. Ja, den Eightball nehmen wir nachher auf jeden Fall mit. Im Moment gibt es hier erstmal nichts zu tun. Gut, gehen wir in den Kampf. Die ersten zwei Kämpfe müssen wir wieder so erledigen. Und jetzt geht's los. Ah. Ah, kritisch. Nee, nix. Hilfe. Junge. Alter, jetzt. Was denn gerade für ein Schwachsinn hier? Wo ist mein Counterfeit, Penny? Nein, ich will. Schön, wenn ich Münzen einsammle, auch den Effekt haben, natürlich. Sonst ist das Schwachsinn. Eieiei, wir werden hier ganz schön böse getroffen. Hä, hey, habe ich den jetzt aus. Oh, ich habe den Dings ausgemacht, ne? Ah, shit. War natürlich keine Absicht. Bin versehentlich da drauf gelaufen. Okay, ich verstehe. Aber können mal die ganzen Dinger hier liegen bleiben, bitte? Da ist der bekloppt bei. So, weg mit dir. Und du wirst jetzt auch hier einmal durchrollen und dann war's das mit dir. Nein! Hört auf, mich zu treffen.
Ja, wir haben bisher leider nur... Ach, Mann! Wir haben bisher leider nur, das ist ein bisschen das Ärgerliche. Wir haben bisher leider nur kein Item, was... Also bisher leider nur einmal so ein Ding, was wir setzen können bei Greed. Ich würde gerne das öfter setzen können. Also da müssen wir noch drauf hinarbeiten. Das kann man aktuell noch nicht. So, jetzt sind wir noch ihn kurz weg. Keine Ahnung, was da unten los ist. Irgendwas passiert. Okay. Schon wieder Satan-Deal. Ja, es hilft nichts. Wir müssen rein. Immerhin ein blaues Herz haben wir zu mitnehmen. Packt, 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 packt. Riskant, aber ich nehme es mit. Kostet mich jetzt halt richtig viele Herzen, ne? Aber ich meine, wir kriegen auch wieder blaue Herzen dazu, also in dem Fall schwarze Herzen. So, dann werden wir hier mal sprengen und in der Hoffnung, dass es was bringt. Schade. Weiß man bald vorher nicht. So. 8 Ball. Sehr gut. Ich nehme das... Normalerweise, wie gesagt, würde ich bei Brimstone das Range Up nicht mitnehmen. Da ich aber glaube, dass es mein Dings beeinflusst, nehme ich es auf jeden Fall mit. Und jetzt haben wir noch ein HP-Up dadurch freigeschaltet. Sehr, sehr gut. Wichtig und richtig. Und noch ein HP-Up. Und noch ein Tiers-Up. Komme ich da noch ran? Habe ich noch irgendwas, womit ich mir hier Geld holen könnte? Okay, in Kombination mit dem Counterfeit Penny sollte das doch jetzt funktionieren. Yes! Ah, das würde ich natürlich auch noch gerne kaufen jetzt, aber gut, ich kann nicht alles mehr kaufen. Wir haben getan, was wir konnten. Das Revenge-Teil ist eigentlich cool, aber ich würde halt weiter den Penny mitnehmen, weil wir sind gerade mal in Oh, wir sind schon in Sheol. Also so viele Sachen zum Kaufen gibt es jetzt auch nicht mehr nachher, ne? Soll ich lieber den Vogel mitnehmen? Der halt konstant Schaden macht, nachdem ich einmal getroffen wurde. Ich würde lieber den Vogel mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Ach, das AP-Up wäre halt schon nice, aber ich komme an keine Münzen mehr ran. Ich habe keine Möglichkeit mehr an Münzen ranzukommen, ne? Okay, komm, wir opfern jetzt ein halbes Herz und hoffen, dass hier noch Münzen vorkommen. Gut, in dem Fall war es in Ordnung, weil, ja, kann man so machen, ne? Kann man so machen. Wo ist meine Karte? Wo ist mein The Lovers? Ach, hier. Ja, mehr Münzen. Ich krieg nicht mehr Münzen. Naja, ich könnte noch den Geheimraum suchen, auf gut Glück. Hier kann er nicht sein. Hier könnte das sein. Ja, er könnte überall sein, das ist das Problem. Ja, er könnte überall sein. Ich spreng mal hier, dann habe ich den Totenkopf noch mitgenommen. Schade. Es war ein Versuch. Okay. Okay. Geld, Counterfeit oder Revenge? Ich nehme das Revenge-Ding mit, das ist mir wichtiger. Der macht wahrscheinlich dann nicht so viel Schaden, aber er macht Schaden. Ja, keine Ahnung. Schwierige Entscheidung, wirklich schwierige Entscheidung. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ihr könnt mich ja flamen, wenn ich es falsch gemacht habe. Please no. So, dann gibt es jetzt hier auch keinen Itemraum mehr. Das da ist, was wir brauchen. Da ist mein way to go. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommen wir auch problemlos ran mit dem Geld, was wir haben. So,
So, jetzt müssen wir aber erstmal die ganze Geschichte hier schaffen. Range ist noch höher jetzt, hoffentlich. Oder ich bilde es mir ein. Weiß es nicht. Ah, nee, jetzt habe ich es da oben hingesetzt. Ich wollte es unten setzen. War blöd. War blöd, gebe ich zu. War nicht ganz, was ich wollte. Komm, geh auf. Oh, boy. Komm, geh auf. Ach, Mann, jetzt geh halt. Oh, Mann, ey. Ich hasse das, wenn die nicht aufgehen. So, jetzt aber unten einsetzen. Genau hier. So weit, so gut. Weiter im Programm. Nein, 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 nein. Stop hitting me with your shit, please. So. Und noch die Geschichte hier. Ah, das war dumm. Aber nochmal einen Satan wieder ausgeholt. Indem wir nochmal kämpfen dürfen. Na gut, dann kämpfen wir nochmal. Das war blöd. Aber haben wir nicht Lamb of Coal schon? Hatten wir nicht schon einen Kampf gegen oder war es in der anderen Runde? Ah, shit. Na gut, immer nochmal ein Geld rausbekommen. Auch in Ordnung. So, jetzt müssen wir uns noch ausrüsten für den Endkampf. Also das hier ist auf jeden Fall ein Muss. Und jetzt ist halt die Frage. Hier sehe ich nicht mehr viel Nützliches. Das ist das Problem. Hier sehe ich nicht mehr viel Nützliches. Blaue Herzen wären halt nochmal nicht schlecht gewesen, aber es ist jetzt zu spät. Dann hoffe ich, dass ich hier noch ein HP-Up rausholen kann. Ace of Clubs. Okay, jetzt setzen wir Ace of Clubs mal ein und gucken, was passiert. Ace of Clubs. Ah. Der verwandelt Dinge in Bomben. Ja, dann tschüss, Lovers. War jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Entscheidung. Aber ich wusste es nicht. Es ist ein Scheiß Ernst. Okay. Die Energie gefällt mir nicht, die wir haben. Das ist mein Problem gerade. Ich will mit der Energie, die wir haben, eigentlich nicht zu Super Greed. Aber ich muss. Shit. Ich habe zu viel Energie verloren. Vor allem, ich will ja eigentlich ein bisschen getroffen werden, um das Ding aufzuladen. Ah, doof. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann nichts anderes machen. Ich muss so runter. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Nicht jetzt schon getroffen werden. Ganz wichtig. Jetzt auf keinen Fall schon getroffen werden. Nein! Braucht die Hits. Mann! Kaputt jetzt.
Ah, keine gute Ausgangslage. Keine gute Ausgangslage. Scheiße. Moin. Zu wenig Energie, dass mir der Martyr viel nützt. Das ist das Problem. Ich meine, zum Glück haben wir Wafer dabei. Na, das ist nochmal sehr hilfreich. Oh, shit, das hat mich getroffen, okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das trifft. Aber das Ding ist halt, ich will eigentlich nicht, weil ich... Ich brauche halt meine Energie auch um. Na! Nicht gut. Ich brauche halt meine Energie eigentlich auch, um zu überleben. Ich brauche sie nicht nur, um das Ding einzusetzen. Weil das nützt mir leider dann auch nichts. Ja, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Ich bin ganz ehrlich. Das wird nicht gut gehen. Wenn ich in der ersten Phase jetzt schon so viel verliere, dass das kann. Das. Ich sehe das problematisch. Ja, scheiße. So, jetzt setze ich aber hier den zweiten. Aber nochmal kann ich es mir gar nicht leisten, den nochmal zu setzen. Das ist das Problem. Oh Gott. Ihr seht schon, es dauert echt ewig, bis der mit dem Zeug getroffen wird. Ah! Und ich werd in Ultra Greed, ich werde so oft getroffen in Ultra Greed, wenn der dann da ist. Zum Glück haben wir Wafer. Und jeder Treffer ist nochmal nur ein halber Treffer. Sonst wäre ich jetzt schon tot. Aber das ist alles keine gute Ausgangslage, die wir hier haben. Muss man leider so sagen. Oh boy, oh boy, oh boy. Das waren viele Türen. Okay. Oh, ich hatte so Glück, dass jetzt gerade die Dinger explodiert sind, ne? So, jetzt muss ich aufpassen. Die Türen können Brimstone machen. Was richtig... Ah, scheiße. Was richtig fies ist. Weg mit den Bomben. Der springt einfach mal überall hin. Hälfte ist down. Nicht treffen lassen. Oh nein. Bomben weg, 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 weg. Oh boy. Weg, 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 weg. Weg. Ah, shit. Nein! Oh Gott, wir sind so knapp davor. Ja, oh, war das knapp. Oh, das war ein böser, knapper Kampf. Oh Gott, das war so knapp. Ey, das war das letzte halbe Herz. Alter Schwede. Ein halbes Herz weniger und ich hätte es nicht geschafft. Junge. Junge. Ein halbes Herz weniger und ich hätte es nicht geschafft.
Okay. 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 Ist okay, alles gut, alles klar, alles easy. Hilfe. Ei. Ei. So. Damit haben wir jetzt Greed und Greedia weg. Uff, Junge. Boah. Gut. Ja, dann gucken wir doch mal, wie das im nächsten Part weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Boah, das war heavy. Und tschüss.